Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Art Deko-Adventskalender. Mal gucken, ob er dieses Jahr ein bisschen mehr drauf hat. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der lieben Nicole online. Schaut gerne für eine zweite Meinung mal bei ihr vorbei. Ich bin auch mal gespannt, wie sie den dann einschätzt. Also ich weiß auch noch nicht selber, wie ich den einschätze, weil ich habe keine Ahnung, was drin ist. Letztes Jahr waren sehr viele Proben drin. 220 € Warenwert sollen hier drin enthalten sein. 24 Originalprodukte steht hier auch tatsächlich drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ist ja immer so eine kleine Auslegungssache, ne? Auch so ein kleiner Applikator kann ein Originalprodukt sein. Ich bin nicht ganz allein in diesem Raum. Ein kleiner Schatz ist hier auch noch neben mir und darf das Ganze natürlich hier auch mit begleiten. Und ja, 69,95 € steht bei DM. 79,99 € habe ich bei Amazon bezahlt. Ich weiß noch nicht, was genau der finale Verkaufspreis dann ist. Ja, schön ist er auf jeden Fall, weil wir hier auch so diesen Nussknacker drauf haben. Das sieht ganz süß aus, ne? Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr weihnachtlich vom Design, aber auch hier dieses Jahr wieder ein Kläppchen-Adventskalender. Es startet schon mal richtig gut mit einem Smooth Lip Liner. Das ist auch eine Originalgröße, ne? Die Farbe ist 70 und ja, die sieht sehr, sehr schön tragbar aus. Berry Smoothie heißt die Farbe hier. Und das scheint mir auch eine richtig tolle, kühle Roséfarbe zu sein. Sowas finde ich sehr tragbar und dementsprechend richtig gut in einem Adventskalender. Ja, beim 2. Dezember geht es schon los. Da haben wir so ein kleines Lidschattenprodukt drin. Für mich persönlich ist es so, dass ich mit diesen Schätzchen groß geworden bin. Also mein erster Lidschatten war tatsächlich genau so einer von Art Deco in einem Blauschimmerton. Lieben wir. Und ja, das ist die Farbe 558 Matte Nude Delight und ich glaube auch viele werden das toll finden, weil das ist so ein klassischer Ton, den man halt auch ganz normal als ganz leichte Transition Shade tragen kann oder sogar als Settington auf dem Lid. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Die musste ich ein bisschen rausprügeln, um das mal so zu sagen. In einer Reisegröße stand hier gerade im Kläppchen, haben wir mit 4 ml einen Nagellack drin und zwar in der Farbe 61756.A. Ja, das ist einfach so ein wunderschönes hellrosa Tönchen. Finde ich auch sehr schön und sehr tragbar. Hier haben wir die Nummer 4. Die sind wieder so mutig, weil die auch wieder so farbgebundene Sachen reinpacken. Aber hey, immerhin in einem Kläppchen ein Augenbrauenprodukt in der Originalgröße. Natural Brow Cream in 5 ml. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das sein soll. Weiß ich noch nicht. Werde ich vielleicht irgendwo herausfinden. So schaut es auf jeden Fall aus. Also es könnte mein Farbton sein. Vielleicht ein bisschen dunkel für meinen Farbton. Könnte ganz grob passen und das wird so eine Augenbrauenpomade sein. Ja, genau. Das wird halt leider nur einem Bruchteil von den Leuten passen, die den Adventskalender kaufen. Das ist halt leider sehr schade. Deswegen ist es wirklich schade, muss ich wirklich sagen. Ne? Naja, trotzdem. Es ist mit drin, es ist eine Originalgröße, finde ich irgendwie okay. Das hier finde ich richtig geil in der Farbe 98 Quick Dry Nail Lacquer mit 10 ml. Das ist ein wunderschöner Mintgrünton. Da fahre ich ja tierisch drauf ab. Ich liebe bunte Nägel, ich liebe bunten Nagellack und das spricht mich total an. Spricht für mich auch tatsächlich so für Pfefferminze, ne? Was man halt so in der Weihnachtszeit auch so zu sich nimmt. Es passt, das ist cool. An Nikolaus, dem 6. Dezember, haben wir etwas für die Lippen hier drin enthalten. Und zwar in der Farbe 1214618H. ja, es ist... Ich finde das auch witzig, ne? Es ist auf jeden Fall so ein, ja, von diesen Shiny Lip Produkten, genau. Auch das sieht wunderschön aus. Dai, dai, dai. Überall liegt Brei. Passt aber nicht so ganz so gut zum Lip Liner. Am 7. Dezember haben wir einen Eyeliner drin und zwar Metallic Eyeliner Long Lasting 05 und das ist auch irgendwie eine richtig coole, ja, Grau-Silberfarbe, finde ich mega schön. Also das ist auch mal ein bisschen was Besonderes, sowas kann sehr gerne in einem Adventskalender sein. Puh, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ich glaube, bei manchen wird es krachen. Es ist gar nicht so verkehrt. Nee, also du hast hier einmal hier diese 50 Glitzersteinchen drin, die man safe auch irgendwie bei Art Deco vielleicht so kaufen kann. Ne? Und dazu auch noch so eine kleine Tube mit so einem Glitzerkleber. Glue for Sparkles. Finde ich persönlich süß, dass das mit drin ist. 1 g haben wir hier drin. Es passt schon irgendwie zu dieser Sparkly-Weihnachtszeit. Ne? Ist auch was Besonderes in einem Adventskalender. Kann man machen.
Ist jetzt nicht so ganz verkehrt, ne? Ist besser als Nagelsticker. Kann man machen. Ja, in der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Pinsel freuen. Und das ist so ein Eyeliner-Augenbrauenstift. Ne? Den kannst du super halt mit der Augenbrauenpomade in Kombination verwenden, die wir jetzt ja schon drin hatten. Ich finde auch, dass der Stift ganz schön aussieht. Ja, ist jetzt nicht ganz so sauber hier oben gearbeitet. Also ich finde nicht, dass es jetzt sonderlich hochwertig gemacht aussieht. Naja, freue ich mich persönlich nicht ganz so drüber. In der Nummer 10 darf es mit einem Lippenbalsam weitergehen. Kenne ich so noch nicht von Art Deco. Protect and Care Lip Balm. Ja, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, einfach so ein Nourishing Lip Balm. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Passt auch auf jeden Fall in einen Adventskalender mit Beauty-Produkten. Ja, ganz klassisch, ne? Zur ersten Schnapszahl in der Nummer 11 erhalten wir so einen Leercontainer. Da passt halt so ein Trio rein von diesen magnetischen Geschichten und halt auch ein Applikator, den wir hier sehr wahrscheinlich auch drin finden dürfen. Ja, genau, da kann man dann seine Monolidschatten so reinmachen oder zwei Blushes oder so passen dann auch zusammen. Ein Blush und ein Mono, ne? Ja, ne, das ist halt deren System, dass sie das halt so mit in den Adventskalender reinpacken. Okay, in dem Preissegment eher nicht so okay. Ja, die ziehen das eiskalt so weiter durch wie letztes Jahr. Also der Inhalt ist schon teilweise etwas ähnlich, um das mal so zu sagen. Denn auch am 12. Dezember zur Halbzeit bekommen wir einen dunkelbraunen Schimmer als Lidschatten hier drin. 13A Pearly Brown Beauty steht hier drauf. Und auch der ist magnetisch, ne? Der passt dann auch sicherlich sehr, sehr gut mit dem, den wir in der Nummer 2 drin hatten, zusammen. Sodass man sich da dann auch einen schönen Alltagslook schminken kann. Die erste Hälfte des Adventskalenders war durchwachsen, um es mal so zu sagen. Aber es muss definitiv mehr kommen. Wie gesagt, Blush, Bronzer, Highlighter, Primer, das haben die alles. Und das dürfen die auch gerne in universeller Form in den Adventskalender bringen. Augenbrauengel, sowas. Es ist wie letztes Jahr, Leute. Wir haben am 13. Dezember auch wieder diese Compact-Dose drin. Die ist leer. Das heißt, wir haben dann hier auch irgendwann das Compact-Refill nochmal irgendwo. Schwierig. Und zwar direkt am 14. Dezember. Yay. Ja. Ich glaube, das ist die Farbe 3. Ist relativ dunkel, ne? Soll ja ein Puder sein. Ist schon mutig. Ich weiß nicht. Ich werde gerade auch immer leiser. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ich nicht so zufrieden bin. Ja, guck mal. Am 15. Dezember haben die hier auch ein klares Augenbrauengel reingemacht. Das ist nicht farbgebunden. Das ist ja super, dass wir das drin haben. Ich glaube, da freut man sich doch echt drüber. Das dürfte auch eine Originalgröße sein, ne? Ja, da kommen sie jetzt langsam wieder ins positive Fahrtwasser. Die haben das sogar noch erweitert mit ihrem, Entschuldigung, Kack-Refill separat reinpackgedönsen. Denn am 16. Dezember haben wir hier, ich habe mich erst erschrocken, weil als ich das rausgenommen habe, hat es so gemacht. Das ist kein Zaubertrick. Das ist leer. Das ist nur das Case. Das ist hübsch, ne? Ja, das ist hübsch. Aber möchte ich das so separat in einem 70 oder 80 Euro Adventskalender drin haben? Gehen wir mal davon aus, dass er normalerweise 69,95 kostet. Nein, möchte ich definitiv nicht. Vor allem, weil es jetzt schon das dritte ist, was ich ja quasi dann mir selber zusammenbasteln muss. Ich habe mir einen Beauty-Adventskalender bestellt und keinen Bastel-Adventskalender. Auch wenn das gegebenenfalls deren System ist, aber das ist doch lächerlich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Am 17. Dezember haben wir dann den entsprechenden Lippenstift dafür hier mit drin in der Farbe 1502-29419H. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein dunkler Ton. Weiß ich nicht, wie man das macht. Hier wahrscheinlich so rein. Genau. Du kannst es hochdrehen. Ist ein wunderschöner Herbstton, keine Frage, ne? Hätten sie es nicht in ein Kläppchen machen können, jetzt mal ganz im Ernst? Das war jetzt übrigens eine Woche vor Heiligabend. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Viele werden sich über diese Wimpern freuen. Julius sagt auch, oh, genau. Und hier haben wir die 3D-Effekt falschen Wimpern drin, ne? Das sind einfach Lashes, die man sich so kleben kann. Gibt sicherlich genug Leute, die das toll finden. Ich weiß nicht, ob hier auch ein Lash Glue mit dabei ist. Ich persönlich bin halt eher ein Fan von Mascara. Aber ich glaube, viele freuen sich darüber. Die sehen auch echt schön aus. Ich weiß nicht, wie Nicole das bewertet. Die kennt sich mit sowas etwas besser aus. Aber ich möchte jetzt hier mal so ein bisschen weitermachen, weil ich bin gerade ein bisschen pissig. Ja, genauso wie letztes Jahr, ne? 4x0,31 ml von diesen Collagen Booster Caps. Ich glaube, die kann man auch so bei Art Deco irgendwo kaufen. Ich meine, dass ich da sogar mal einen Preis für gefunden habe. Ja, habe ich ausprobiert, haben bei mir nicht ganz so gut funktioniert. Meine Haut hat davon leider Irritationen bekommen.
Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Der Liquid Eyeliner ist jetzt hier mit drin. Das finde ich gut. Das ist ein Full-Size-Produkt. So ein Produkt mag ich sehr, sehr gerne. Das ist einfach einer, genau, so ein, ne, so einer, so ein Filz-Eyeliner. Komme ich persönlich am besten mit zurecht. Da kann ich am besten mit arbeiten. Finde ich gut. War letztes Jahr aber, glaube ich, 1:1 auch schon drin. Am 21. Dezember bekommen wir einen Mini-Powder-Brush, passend zu dem Puder, was wir hier ja auch schon drin hatten. Ja, ist gut. Der sieht auch ein bisschen gesünder aus als der Augenbrauenstift, den wir hier drin enthalten hatten. Das ist schön, ne? Ja, ja. In der zweiten und letzten Schnapszahl am 22. Dezember erwartet uns in der Farbe 27 ein Pearly Luxury Skin Eyeshadow. Das ist halt auch einer, den man so immer tragen kann, auf dem beweglichen Lid, im Inner Corner und so. Also aus den drei Lidschatten kannst du dir auch wirklich einen sehr, sehr schönen Look machen, ja. Ein Tag vor Heiligabend erwartet uns ein Nagellack, der halt auch wirklich sehr weihnachtlich unterwegs ist, in einem wunderschönen Kirschrot. 21H scheint hier die Farbe zu sein mit 6 Millilitern. Das ist doch wohl eine Originalgröße und das ist eine schöne weihnachtliche Farbe. Kann man gut gebrauchen. Ja, und jetzt habe ich ein bisschen Bammel vor der 24. Ich weiß nicht, was da drin ist. Mal gucken. Ja, da haben wir die Endless Lashes Mascara. Die haben hier auch ein Refill-System drin. Aber hey, hier haben wir sowohl die Umverpackung als auch das Produkt selber in einem Kläppchen. Ja, darüber freuen wir uns sehr. Das sagt Julius auch gerade. Ja, hier kann ich euch das Bürstchen einfach mal zeigen. Das ist einfach so ein Faserbürstchen, was sehr schmal aussieht. Mal gucken, was die machen wird. Die soll ja Länge dann offensichtlich machen, ne? Muss ich mir dann mal anschauen. Wow, das ist krass. Ist das in dem Preissegment gut, wenn ich sage, yay, immerhin keine Füllprodukte und keine Proben? Wobei, ja nee, die Glitzersteinchen würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Füllprodukt bezeichnen, aber irgendwie flasht mich das Ganze hier gerade nicht so. Ich finde, dass der zu einem Drittel Produkte enthält, die letztes Jahr schon drin waren. Dreimal haben wir im Prinzip uns unsere Produkte selber zusammenbasteln müssen und dafür dann verschiedene Kläppchen bekommen. Ich finde es frech. Wie seht ihr das? Ich finde es wirklich frech. Ich weiß nicht, preis-leistungstechnisch 220 Euro wert, Leute, ne? Ich werde mal gucken. Art Deco ist ja auch nicht günstig, das weiß ich wohl, aber schwierig. Ich versuche mich hier auch gerade ein bisschen zusammenzureißen, weil ich bin schon ziemlich sauer, ne? Also, dass Art Deco halt auch einfach nicht draus gelernt hat. Das muss man halt auch wirklich sagen. Ich meine, es gibt doch einen Grund, weswegen es den von 2023 immer noch sehr, 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 sehr überall zu kaufen gibt. Und weiß ich nicht, dass sie das einfach so stur weiter durchziehen. Ich würde euch den nicht empfehlen. Nee, bin ich ehrlich. Also da, nö, bekommt man meiner Meinung nach nicht ausreichend Produkte für das Geld, was man investiert. Da kann man sich dann besser zum Beispiel den von Lumen angucken oder so. Da bekommst du einen guten Mix aus Pflege und dekorativer Kosmetik. Und es kommen auch noch weitere Adventskalender. Wartet einfach mal Sonntag ab. Da habe ich einiges für euch vorbereiten dürfen. Und die sind um Längen besser. Wirklich. Alle sogar. Ihr Lieben, das wäre es hier jetzt von mir gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare. Können wir uns gerne drüber austauschen. Ich bin gespannt, was Nicole dazu sagt. Ich bin wirklich gespannt, ob die das Ding an eine Wand schmeißt. Die ist ja manchmal etwas direkter als ich. Ja, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.